Bom dia, hola amigos. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in Spanien und ich bin unterwegs nach Portugal. Und Leute, 2023 ist das Jahr der Sonne, der Rückkehr der Sonne. Das ist auf jeden Fall bei mir mein Motto. Und ich bin wieder in der Sonne und ich habe dieses Jahr wieder große Veränderungen vor. Es zieht mich in ganz neue Ideen, in große Veränderungen. Dazu werde ich euch jetzt hier in diesem Video was erzählen. Ich bin unterwegs nach Portugal zu Mike. Mike ist mein Kumpel, der hier ein Grundstück hat. Mit dem habe ich ja schon mal einen Film gemacht, letztes Jahr im Winter, wo ich hier in Portugal war. Und dieses Jahr gibt es große Pläne bei Mike. Der möchte ein Festival veranstalten. Oder wir, muss man besser sagen, denn es sind eine ganze Menge Leute, die da mitmachen. Und jeder kann auch mitmachen. Und wenn ihr in diesem Geist, in diesem Spirit auch mitmachen wollt, dann seid ihr herzlich willkommen. Genau dazu gibt es jetzt Infos. Ja, endlich Sonne. Oh, Sonne, Sonne, Sonne. Ich liebe es. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Und ich liebe das Meer. Habe ich schon gesagt, dass ich das Meer liebe. Ich liebe das Meer. Ja, ein neuer Frühling in Portugal, in Spanien erstmal und dann in Portugal. Dieses Jahr bin ich ziemlich spät losgekommen. Normalerweise liebe ich es ja im Winter hier die Zeit zu verbringen oder im Süden halt die Zeit zu verbringen. Aber bei mir waren ja viele familiäre Themen jetzt über den Winter, Verabschiedungen, große Veränderungen in meiner Familie. Meine Mama ist gestorben, vor Weihnachten hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und da gab es natürlich viel zu regeln und erstmal viel auch zu fühlen und zu verarbeiten. Und jetzt bin ich aber losgekommen. Und dieses Jahr ist für mich das Jahr der Sonne. Wirklich, das ist mir nochmal so klar geworden. Wenn wir mal so uns erinnern, in den letzten Jahren, wo dieses Corona-Thema irgendwie so präsent war. Leute, wisst ihr eigentlich, was Corona bedeutet eigentlich? Also Corona ist ja eigentlich der Begriff für den Feuerkranz der Sonnenfinsternis. Wenn die Sonne sich wenn der Mond vor der Sonne steht, wenn er sich genau davor schiebt, also eine Sonnenfinsternis stattfindet, dann sieht man ja noch, wenn es genau optimal quasi übereinander steht, sieht man noch so einen Feuerkranz und das ist die Corona, der Feuerkranz der Sonne und die verdeckte Sonne, die aber nicht wirklich verdeckt werden kann. Ja, man sieht sie noch und jetzt 2023 ist sie wieder da, voll und ganz die Sonne und das ist für mich eine ganz schöne Analogie, die ich auch so fühle für mich und leben möchte immer mehr. Es gab so viel Dunkelheit, so viel Kälte, so viel krasse Veränderungen während den letzten Jahren, wo so viele Themen nochmal hochkamen. Ich denke, das ist bei jedem der Fall, wie auch immer. Jeder hat da seine persönliche Geschichte natürlich, aber
für mich war das nochmal wirklich so eine richtig krasse Transformation. Erstmal zum einen auch nochmal meine eigene wirklichen dunklen Seiten nochmal zu schauen, die ich noch nicht so ins Licht geholt habe. Das ist ja so mein Leben, was ich viele Jahre schon lebe, mir immer mehr bewusst zu werden über mich selbst, wie ich eigentlich bin und wer ich eigentlich wirklich bin und warum in mir manchmal Schwierigkeiten erfahren werden, warum schwierige Gefühle irgendwie immer wieder aufkommen in Situationen, wo es eigentlich gar nicht angemessen ist und so weiter und so weiter. Und aus diesem Grunde habe ich ja auch schon meinen zweiten YouTube-Kanal gestartet und der passt jetzt auch genau zu diesem Jahr der Sonne. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal vorbei, JB Spirit TV. Ich verlinke euch das hier auch in den Infokarten und unten in der Videobeschreibung natürlich. Denn dort habe ich jetzt angefangen, meine Aufzeichnungen zu teilen, die ich seit vielen Jahren für mich gemacht habe. Ich habe ganz oft so Sprachnachrichten aufgezeichnet, spontan, aufgrund meiner eigenen Prozesse oder auch Texte geschrieben. Und das werde ich jetzt nach und nach alles veröffentlichen. Einfach so. Ich habe am Anfang auch noch lange überlegt, irgendwie mache ich da jetzt irgendeine Struktur draus. Ich kann mir auch vorstellen, dass da mal ein Buch irgendwie draus wird oder ein Hörbuch. Aber ich haue das jetzt erstmal alles einfach so raus und dann vielleicht ordne ich das hinterher nochmal. Also da ist vielleicht auch Inspiration für den einen oder anderen dabei, denn ich habe für mich in den letzten Jahren so viel gewonnen und ich bin so viel genährt worden von anderen Menschen auch, die selber mutig einfach über sich erzählen, was sie wirklich erleben, die von ihrem Weg durch ihre eigene Dunkelheit, auf welchen Ebenen auch immer, berichten und die einfach ihre Weisheit teilen, ihre Erfahrung. Und das möchte ich auch einfach weitermachen und es ist natürlich auch für mich einfach schön, nochmal so diese ganzen Dinge jetzt hervorzuholen. Ich habe das allermeiste nie angehört. Ich wusste auch nie, wofür ich das aufgenommen habe, aber es ist einfach so geschehen. Und jetzt möchte ich nochmal durch diesen ganzen Prozess selber mit durchgehen. Und irgendwo ist für mich auch echt so eine Zeit dran, jetzt wo sich ganz viel verabschiedet, wo ich so viele Geschichten, Themen einfach loslassen werde und möchte. Also das geschieht schon in meinem Leben. Ich habe so Lust, irgendwie immer freier zu werden von irgendwelchen Ideen und Überzeugungen und Meinungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit, mich immer wieder neu zu entdecken. Und genau das, ja, das ist so das Thema auf meinem zweiten YouTube-Kanal JB Spirit TV. Ich habe auch da Interviews schon angefangen, da wird es auch weitere geben mit Menschen, die mich selber inspiriert haben auf meinem Weg. Ja. Und genau, wenn ihr Interesse habt, schaut da mal rein. Was ist jetzt mein Weg hier dieses Jahr durch Spanien nach Portugal? Warum bin ich relativ schnell nach Portugal unterwegs? Ja, ich möchte zu Mike aufs Grundstück. Zu Ostern werde ich da sein. Der Mike, das ist ein, wie soll man das sagen, ein Aussteiger in gewisser Weise, der nach einem Nahtoderlebnis sein ganzes Leben verändert hat, sehr, sehr, sehr eng eine Verbindung spürt mit Gott oder mit der Quelle, mit dem Universum, wie auch immer man das nennen mag, und ganz radikal immer mehr aus seinem Herzen lebt und handelt. Und der hat sich ja vor wenigen Jahren ein Grundstück gekauft in Portugal und letztes Jahr habe ich ihn dort besucht. Ein sehr, sehr wundervolles Grundstück am Fluss, absoluter Traum. Und seit er das hat, kreiert er da permanent irgendwelche neuen Dinge, baut irgendwelche eine Terrasse jetzt zum Beispiel hat er gebaut, baut irgendwelche Plätze, wo man verweilen kann, wo man einfach das Sein genießen kann und dieses in der Natur sein vor allen Dingen auch. Und es kommen immer wieder Menschen zu ihm, die ihm helfen dabei, die selber Bock haben, irgendwie sich mal wieder auf so einer ganz ehrlichen, sag ich mal, erdigen Ebene auszuprobieren. Ja? Also in der Erde wühlen, Bäume fällen, irgendwie was bauen. Und jetzt hat der Mike die Idee entwickelt, ein Festival zu veranstalten im Sommer, im September auf diesem Grundstück für Menschen, die in diesem Geist halt offen sind. Und dazu ist natürlich total viel zu tun und es gibt jetzt total viele Leute, die da schon irgendwie mit draufgesprungen sind, die sagen, ja wow, das ist so ein tolles Projekt, ich will das einfach mitmachen und ich bin auch dabei und ich finde es total spannend, weil ich so Lust habe, mich dieses Jahr viel mehr mit anderen Menschen wieder auszuprobieren. So die letzten Jahre war ich doch sehr viel auch allein unterwegs, ist alles richtig und war genau gut so und das wird auch weiterhin immer wieder der Fall sein. Das ist für mich gut, ich brauche immer wieder die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und auch mit mir alleine zu sein, um so ganz tief irgendwie mit mir selber zurückzukommen, zu mir selber, ja, mich selber tiefer zu erkennen. Aber ich habe so Lust, mich dieses Jahr mit ganz vielen Menschen zu treffen. Und genau auf diesem Wege bin ich auch schon unterwegs. Der Mike war jetzt eine Zeit lang auch in Deutschland und der hatte auch noch eine Wohnung und hat da auch Satsangs gegeben zum Beispiel, also spirituelle Inspirationen.
Und wir haben uns da auch mehrfach getroffen, um das Festival schon mal zu planen. Und das sah so aus. Ich bin dabei, weil ich mich erfahren möchte in Tätigkeiten, die ich nicht im Alltag mache, und eben an einem schönen Ort in der Gemeinschaft das einfach auszuprobieren und Dinge aus einer Vision heraus entstehen zu lassen. Das heißt, die Vision war ein Festival, und dann haben wir festgestellt, für das Festival braucht es noch sehr viel. Und jetzt gehen wir quasi den Weg rückwärts von Anfang an und rollen das Festival auf. Einmal mit unseren Händen und unserem Geist, als Vision, aus der Vision heraus in die Realität. Wenn ich so früher ziemlich zurückdenke, ich habe immer versucht, irgendwie Selbstvertrauen zu gewinnen, zu mir selbst zu stehen. Und heute weiß ich, darum geht's. Ich muss zu meinem Herz stehen, wirklich, und mir sagen, ja, das, was ich wirklich machen will, ist ja das, was ich bin. Das wünsche ich mir eigentlich. Eigentlich wünsche ich mir die ganze Zeit, dass andere mir endlich die Erlaubnis geben, dass ich so sein darf, wie ich will. Das wird aber nie passieren. Das muss ich selber machen. Und das ist irgendwie für mich das Aufwachen, dass ich erkenne, ich bin für mich hier in meinem Leben, ne? Und ich muss zu mir stehen und mit dieser Energie in die Welt gehen, und dann bin ich das wunderschönste Geschenk für alle anderen auch. So ist jeder nämlich, weil dann die Leute erst wirklich voll aufblühen und ihre Kraft kommen und wow, ja, ich bin doch dafür hier. Ne? Da würde ich gleich mal anfangen, dass wir ein Brainstorming machen als ersten Punkt. Alles, was uns einfällt. Ich habe irgendwie die Idee, oder ich habe so reingekriegt, dass es einfach so Key-Rahmenpunkte gibt, wie zum Beispiel ein Freund von mir, der ist Musiker, der spielt Pan-Pan, den habe ich schon gefragt. Dass der dann zum Beispiel abends bei so einem Event, wo alle teilnehmen, oder einmal Ecstatic Dance, alles wollte ich noch aufschreiben, wo wir alle tanzen können. Ja, genau. Und dann kommen 100 Leute, 100 leuchten Augen, also eigentlich sind es ja 200. Und es macht viel mehr Spaß, mit 5 Leuten eine Treppe zu bauen, als wenn ich das alleine mache. Und dieses Handwerkliche auch mit den Händen, also meinen Körper einzusetzen und wieder was zu kreieren und nicht wie jahrelang vorher am Schreibtisch sitzen und da irgendwelche Zahlen zusammenzählen und zu gucken, wie sich das Konto füllt. Das ist befriedigend auf der einen Seite, aber das befriedigt mich ja nicht. Der Körper will ja mit. Und so, und das ist, also mein Warum ist wirklich, mich in der Gemeinschaft zu erfahren und schöne Dinge, die in meinem Herzen sind, die zu kreieren. Und die auch gemeinsam zu feiern, wenn man sowas zusammen macht, wenn man den Tag, wenn man guckt, wenn man 5 Treppenstufen zusammen gemacht hat und man guckt dann am Ende das Tagwerk, guckt sich an und sagt, boah, ist doch geil geworden. Ich merke, es ist wie wenn Gott mich ruft. Ich spüre wirklich, dass so eine Freude ist plötzlich in mir, dass ich das will. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich will das. Ich habe Lust auf Abenteuer. Ich wünsche mir einfach nochmal mit meinen Händen zu arbeiten, in der Erde zu buddeln, Freiheit zu spüren, zwischendurch in einen Flussbahn zu gehen und einfach komplett mit der Natur verbunden zu sein. Und natürlich in Gemeinschaft. Es sind so verschiedene Charaktere einfach auch dabei, und das finde ich geil. Und jeder hat seine eigenen Talente. Eigentlich wollte ich nicht in Portugal arbeiten. Gestern mal haben wir gesagt, wir arbeiten nicht. Also Arbeit war gar nicht so meins. Und jetzt, deswegen bin ich heute auch nochmal hier, um dann nochmal reinzuspüren. Und jetzt kapiere ich die Botschaft des Arbeitens. Und jetzt kann ich mich auch damit anfreunden. Sehr schön. Und was ist die Botschaft des Arbeitens? Genau, was ist die Botschaft? Ja, das, was du gesagt hast. Was entwickeln, dabei zu sein, was gestalten, es nach vorne zu bringen und bei einem für mich einmaligen Projekt dabei zu sein und in der Gemeinschaft. Und es ist wirklich, es geht in eine andere Dimension. Und deswegen sitzen wir zusammen. Meine Urüberzeugung. Ich bin dabei, weil ich einfach Bock habe, mich zu erleben mit anderen Menschen in Gemeinschaft. Ich will viel mehr mit Menschen zusammen Freude erleben und das ursprüngliche Kindliche wieder herauskitzeln, also spielerisch irgendwie mich ausprobieren, Sachen kreieren, Abenteuerspielplatz aufbauen. Und den Prozess einfach auch erleben. Ich habe einfach Bock, das wirklich zu lernen, sich gegenseitig wieder ins Herz zu holen, sich gegenseitig daran zu erinnern, worum es wirklich geht im Leben. Und aus dieser Energie heraus was gemeinsam zu machen. Ja, das ist es. Ich
Ja, wenn ich mir das hier so angucke, hier unter uns sind einfach wirklich Macher. Also ich, was ich auch feststelle, hier sind viele Selbstständige und Unternehmer. Also wir suchen Leute, die richtig sagen, ich habe da Bock drauf. Ich will jetzt mal richtig für was gehen. Und wenn das auch nur irgendwie was anstreichen ist oder einen Gemüsegarten zu erstellen, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich gehe jetzt dafür. Ja, also ich glaube, dass es Menschen sind, die wirklich auch die Intention haben, nicht Urlaub zu machen, sondern dass sie wirklich was gestalten wollen und es auch also begleiten können. Auch die Jahre danach oder vielleicht mal sagen können, irgendwann ihren Kindern, du, da war ich dabei oder wem auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was ich gut finde an diesem Projekt ist, das finde ich sehr gut, dass es um diese Offenheit und dass nicht jeder das machen muss, was ihm gerade aufgetragen wird, sondern das, was jeder selber kann. Also vielleicht jemand Gemüse, wir haben uns gestern drüber gesprochen und haben das gemeint, du kannst auch einfach Gemüse spielen. Da denke ich, genial, ja, ist perfekt. Das können wir auch. So sieht Lebensfreude aus. Ja. Gar nicht gestellt, super. Ja, genau. Oh, das ist aber ein schönes cool, Foto. Ja, falls ihr euch angesprochen fühlt, ich verlinke euch hier unten Informationen. Kontakt zu Mike, ihr könnt ihn direkt anschreiben. Es ist auf jeden Fall alles offen für Leute, die mitmachen wollen, die mithelfen wollen. Ihr könnt jetzt auch einfach zu Mike kommen, wenn ihr Lust habt. Ich bin über Ostern und dann so ungefähr 2 Wochen nach Ostern wahrscheinlich auch die ganze Zeit da und werde dann mithelfen. Ich werde das Ganze auch ein bisschen dokumentieren. Das ist so mein Wunsch, meine Vision. Und wenn euch das anspricht, da ein bisschen zu helfen, also Sachen aufzubauen, die für das Festival dann nötig sind, kontaktiert den Mike und vielleicht trifft man sich dort. Ich würde mich freuen. Ja, das ist auf jeden Fall für mich so ein Hauptziel dieser Reise, aber es ist noch nicht alles, denn ich habe wirklich vor, mir auch in Portugal ein Grundstück zu kaufen. Diese Entscheidung und diese Idee, diese Vision zieht mich immer mehr. Schon seit einiger Zeit reift das in mir und jetzt auch nochmal durch das Festival von Mike, wo klar war, irgendwie habe ich sofort gespürt, ich will das mitmachen. Ich will auch mich ausprobieren in diesem Leben einfach so auf so einem Grundstück in Portugal. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Portugal, genau auch zu diesem Zweck, um mir da Grundstücke anzuschauen, Sachen zu recherchieren, Informationen zu holen, mich inspirieren zu lassen von Menschen, die das vielleicht schon vorleben, so wie der Mike. Aber es gibt ja auch noch weitere und da habe ich auch schon einige Ideen, habe schon Kontakte geknüpft. Das werde ich auf jeden Fall auch in weiteren Videos dann ein bisschen dokumentieren, ein bisschen was zu erzählen. Da werde ich euch ein bisschen was zeigen, wie das bei mir so weitergeht. Das Ziel habe ich jetzt wirklich, das wird in mir immer präsenter. Ich möchte so gern wieder eine Homebase haben. Das bedeutet nicht, dass ich aufhöre zu reisen und grundsätzlich wird sich nicht alles ändern in meiner Lebenssituation, in meiner Art und Weise zu leben. Aber ich werde auf jeden Fall mir eine Homebase wiederholen. Das brauche ich, das wünsche ich mir und das in Portugal. Mir geht es nicht darum, da irgendwie ein schickes Haus zu haben oder sowas, sondern wirklich ein Naturgrundstück. Also einfach nur ein Stück Natur. In Portugal sind die Möglichkeiten, sich dann da entsprechend auch einzurichten, viel einfacher als in Deutschland. Also man kann zum Beispiel jederzeit auf dem Grundstück mit einem mobilen Haus, mobile oder Übernachtungsmöglichkeit, Wohnmobil, Wohnwagen, kann man sich auch auf einem Landgrundstück, wo es keine Baugenehmigung gibt, kann man sich dort aufhalten, kann da wohnen, also nicht als Hauptwohnsitz natürlich, aber kann sich einfach da aufhalten. In Deutschland ist es alles extrem kompliziert und schwierig. Man könnte sich sogar ein Tiny House auf so einem Grundstück stellen. Und da gibt es ganz viele Vorteile. Das werde ich aber sicher noch in den nächsten Videos so ein bisschen dokumentieren, dazu was sagen, weil ich das halt auch gerade selber alles rausfinde. Und das ist immer so ja der Inhalt meines YouTube-Kanals. Ich inszeniere ja nichts. Ich denke mir auch nicht wirklich irgendwie viel aus, was ich irgendwie an Videos machen kann. Ich filme einfach mein Leben und genau das ist jetzt dran in meinem Leben, mich hier weiter damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es in Portugal ein Naturgrundstück zu haben. Und ja, da freue ich mich total drauf. Ich habe ja auch schon immer wieder nach neuen Autos mal geguckt. Das ist das zweite Thema, was mich ja auch so interessiert. Wie könnte ich mich in Zukunft verändern mit meinem Van? Wenn ich mal einen neuen haben möchte, dann hätte ich gerne irgendwas mit mehr Isolierung, vielleicht mit Allrad. Gab es ja auch schon ein paar Videos zu. Aber da bin ich auch noch nicht wirklich zu einer Entscheidung gekommen. Für mich ist irgendwie das Grundstück jetzt erstmal priorisiert. Und mein Auto, ich bin immer noch nach wie vor damit zufrieden. Irgendwie kriege ich auch gar nicht so den, ich habe keine Not oder ich habe auch gar nicht so das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie verändern. Ja? Ich liebe einfach meinen Wagen und jetzt im Sommer bei solchen Temperaturen ist sowieso alles optimal, damit rumzureisen. Aber auch da werde ich immer natürlich für alle Möglichkeiten offen sein. Und gerade weil ich ja so minimalistisch lebe, weil ich die ganze Zeit in meinem Van lebe, ist es natürlich auch für mich recht einfach,
in Portugal wieder neu was aufzubauen, weil ich einfach jederzeit ja schon eine Übernachtungsmöglichkeit habe und hier ganz in Ruhe jetzt schauen kann, was gibt es hier für Möglichkeiten. Ja, dann habe ich schon Lust, mir so eine kleine autarke Homebase zu bauen. Das ist ja auch genau mein Thema. Das kann ich auch wieder sehr schön natürlich in Videos, mit Videos begleiten. Ja. Das darf kommen. So, und an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an den lieben Kai. Den habe ich nämlich schon getroffen auf dem Weg hierher. Haben wir gar kein Video gemacht. Ich war aber total froh, hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen, lieber Kai. Wir waren in Peñescola, spricht man das, glaube ich. Dieses tolle, lustige Wort, wo die Deutschen sich immer drüber amüsieren. Peñescola. Ein schönes Örtchen. Ziemlich touristisch, aber trotzdem schön. Die Altstadt da auf dem Hügel ist super schön. Wo ist das nochmal? Vor Valencia war das, genau. Und dann habe ich den Timo getroffen, mit dem war ich wandern. Da wird es noch ein Video zu geben. Also es gibt auch noch ein paar Reisevideos jetzt hier von meiner Tour. Ich bin nicht nur irgendwie für diese Portugal-Aktion und für das Festival unterwegs. Natürlich werde ich zwischendurch auch Natur besuchen. Schöne, schöne Natur. Ich war im Nationalpark Sierra Nevada wandern mit dem Timo auf 2000 bzw. bis 2600 Meter. Richtig toll. Und die Eva habe ich auch getroffen, eine alte Freundin von mir, die in Spanien lebt. Das seht ihr im nächsten Video. Dann besuche ich vielleicht noch einen Nationalpark hier in Spanien. Mal schauen, ob ich da noch ein Video mache, ob ich da noch hinfahre als nächste Station. Und dann geht es ab nach Portugal. Soweit wieder meine News, mein Ich erfinde mich mal wieder neu Video. Ich grüße euch ganz lieb. Ich schicke euch schon mal fette Sonnenstrahlen hier rüber. Es ist nämlich herrlich hier. Ich bin jetzt hier so in der Nähe von Cadiz und 25 Grad, super schönes Wetter. Ich war natürlich schon schwimmen heute Mittag. Das werde ich hier auch weiterhin täglich zelebrieren. Es ist schon richtig schön hier und in diesem Sinne, habt einen schönen Frühling und bis zum nächsten Video. Tschüss! Und was für mich total elementar ist, und deswegen bin ich echt dabei, ich will das immer mehr leben, dass ich mich nicht mehr irgendwie von Druck irgendwie bewegen lasse, weil andere Leute was erwarten oder weil ich glaube, Erwartungen erfüllen zu müssen oder irgendwie was irgendwie irgendwo eingebunden bin in irgendein System, ja, sondern weil es mich zieht, weil ich merke irgendwie, geil, da will ich hin, das will ich ausprobieren. Ja? Weil das ist genau das, was meine Natur will. Das ist ja auch in der Natur überall so. Alles zieht sich, wird vom Licht gezogen, ja? Und geht aus Freude zur Sonne. Und genau das ist in uns Menschen auch. Also das ist für mich echt die Realität. Das spüren wir ja auch alle, also ganz ehrlich. Jeder, der das öffnet, merkt sofort, klar, habe ich irgendwie nur vergessen, ist mir irgendwie aberzogen worden oder so. Aber es geht nicht darum, sich irgendwo einzusortieren, sich so einzuzwängen, dass man irgendwo reinpasst, damit man überleben kann, sondern es geht darum, seine Freude wieder zu öffnen und zu sagen, ja, das will ich machen und heute gehe ich Rasen mähen oder jetzt fälle ich diesen Baum oder heute, geil, ich wollte schon immer mal wissen, wie so ein scheiß Klo installiert wird, wie heute das Klo, ne? Wer weiß, kann sogar sein, dass ich da total Bock drauf habe, obwohl mein Ego oder mein Verstand sagt, ach nee, da hältst du besser von fern oder sowas. Aber das ist es nämlich, dann ist es auch völlig egal, was ich tue, weil ich gar nicht mehr in diesem Film bin irgendwie, was ist, also ich habe gar nicht mehr diese Bewertung oder so, weil ich einfach so, nee, ich will das ausprobieren, ich will das einfach ausprobieren. Und in der Energie, ich bin da wirklich von überzeugt und ich lebe das für mich und ich lebe das immer mehr mit anderen. Es ist möglich, dass man so wieder zusammenfindet und plötzlich jeder in seiner Freude da ist und dann plötzlich kann der auch automatisch das gut, was er machen will. Weil wenn ich irgendwas aus Freude mache und es liegt mir, dann bin ich da gut drin. Das ist ja logisch. Ja? Viel besser, als wenn ich denke, ich müsste es tun, aber eigentlich habe ich keinen Bock zu. Dann bin ich die ganze Zeit im Widerstand mit dem, was ich tue. Und wenn man dieser Freude zusammenkommt, dann passieren die Dinge einfach viel einfacher. Es macht natürlich viel mehr Spaß und es funktioniert aber auch viel besser. Ja? Weil gar keiner irgendwie die ganze Zeit versucht, die Probleme irgendwie zu benennen. Das macht man eigentlich auch nur, damit man irgendwie aufhören kann oder irgendwie wieder rauskommen aus dem Quatsch. Ne? Sondern in dem Moment, wo ich frei bin, mache ich es einfach. Und wenn ich irgendwie merke, ich kann nicht mehr, Leute, oder heute ist für mich vorbei, dann mache ich, höre ich auf. Ist doch alles gut. Und dann muss ich nicht irgendwie gucken, ah, ich habe noch keine 8 Stunden gearbeitet. Ich darf ja noch nicht aufhören. Ja? Das ist wirklich, ich kann sowas gar nicht mehr verstehen, wie ich früher leben konnte und wie viele Menschen noch leben in so einem System, wo ich mich permanent in eine Struktur zwänge, Tag für Tag, die wo ich keine Möglichkeit habe, meine Natürlichkeit irgendwie wirklich zu fühlen und danach zu leben. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und das will ich wieder leben. Ich lebe das für mich schon, ich will das mit anderen erleben. Weil es total schön ist, auch zu sehen, ich kenne es an mir selber, es ist auch total schön zu sehen, wie andere Menschen
wieder dahin kommen, weil die wieder aufwachen. Das ist für mich Awake, was Mike so wunderschön sagt, das ist für mich Aufwachen. Ich wache aus meiner eigenen Illusion auf, die ich mir die ganze Zeit selber erzähle. Ich müsste mich irgendwo einsortieren, ich muss alles richtig machen. Nein, ich folge meiner Freude und dann bin ich genau richtig. Punkt.